Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft San Francisco Produktion. Krass verkackt. In Zusammenarbeit mit Ubisoft Okasa und anderen Sachen. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Hier herrschte mal Recht und Ordnung. Das war einmal. Das Verbrechen wütet, Katzen verschwinden, die Bürger werden zu Opfern. Oh, hey! Wer hat vor meine Tür gekackt? Was schreist du denn so? Wir hätten sie schützen sollen, die schutzlosen Bürger. Runter vom Auto, du kleiner Pisser! Aber politische Differenzen hatten die Superhelden gespalten. Wir sind zwei Lager. Im Krieg. Aber Krieg wird unsere Stadt nicht retten. Eine Zeitreise ist meine letzte Hoffnung. Mythen erzählen von alten Zeiten. Von einem König, der sein Reich einte, das von einem mächtigen Stab zerrissen worden war. Hallo, Schatz. Schnauze, Mom. Keine Zeit zu verlieren. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Gegenwart und finde die Katze. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. South Park. Die spektakuläre Zerreißprobe. Und willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. Hallo! Wir spielen zusammen South Park, die spektakuläre Zerreißprobe. Und ich bin so aufgeregt. Ich freue mich schon so lange auf das Spiel. Und jetzt ist es da. Jetzt kann ich das spielen und jetzt playen. Und ihr könnt es gucken. Und ich freue mich so und bin aufgeregt. Das ist der zweite Teil. Also spielt den ersten, guckt den ersten. Wer angebracht. Ja, wer angebracht. Anmerkung. Jeder, der South Park kennt, weiß, dass es jetzt nicht unbedingt kinderfreundlich ist. Mit Beleidigungen und so. Und ich bin halt jemand so... Ich passe mich halt der Serie oder dem Spiel an. Das heißt, ich werde fluchen, ich werde schimpfen, ich werde mich aufregen, fürchterlich und beleidigen. Also wer das nicht ab kann, tschüss. Und wer es ab kann, hallo. Tut mir jetzt schon leid. So, das war's mit der Anmerkung. Wenn mir noch was einfällt, sage ich das irgendwann im Spiel. Ja, ich bin aufgeregt. Na okay, weiter. Anfangen. So. Wir sind bei der Charaktererstellung. So. Gab's ja im ersten Teil auch schon. Nur, dass wir hier auch mehr weibliche Frisuren haben von Frauen. Längere Haare. Die dürfen wir nicht nehmen. Oder doch? Doch. Die sehen aber so hell aus. Sah aus wie ausgekraut. Machen wir einen Jungen? Oder Mittler? Perfekter Mittler. So sehen sie alle aus. Nicht. War ein Scherz. Aber ich glaube, ich mache einen Typen. Erstmal. Ich mache ihn später zur Tunte. Ich hoffe, das ist auch möglich. Wie im ersten Teil. Oh Gott, nein. So eine ekelhafte Justin Bieber Frisur. Haarpracht. Eigentlich gefällt mir die. Leider. Oh, nein. Eigentlich gefällt mir gar keine Frisur. Nee. Ich werde irgendeine nehmen. Irgendeine.
Oder gar keine. Geht ja auch. Dreh. Mit Dutt. Nein. Nein, das sieht aus wie Frodo. Das sieht aus wie gar kein Haare. Na doch, Haare von unten. Ach, scheiß drauf, ich nehme die Justin Bieber Frisur. Okay. Farbe. Pink. Nein. Hey, die Farbe sieht ganz schön aus. Blau. Wir machen einfach eine Anime-Figur draus. Blau sieht schon schön aus. Ich nehme Blau. Okay. Make-up. Nein. Na, wenn wir die nehmen und wir machen die... Ups. Wir machen die gelb. Haben wir gegen den Wind gepisst. Wenn sie rot sind, haben wir Masern. Und wenn sie braun sind, ha? Sprühring. Wir machen... Sieht das schlimm aus, wenn wir die rot machen? Sieht aus wie Dreck. Ich bin für gar keine. Bärte. Bäh. Drei Tage Bart, Vollbart. Verkackte Sonne. Drei Tage Bart. Farbe? Gibt's nicht. Keine Brille. Nee. So eine Hipsterbrille. Unser Cape. Wird. Keine Ahnung. Kenne ich einen Superhelden, den ich mag, der ein Cape hat? Nö. Doch, ich mag. Naja. Ich mag Batman. Schwarz wie die Nacht. Und das Shirt? Blau können wir nicht nehmen. Wir haben schon blaue Haare. Grau? Sieht so farblos aus, oder? Aber blau gefällt mir. Rot? Nee, rot und blau geht überhaupt nicht. Mensch. Grau? Schwarz geht nicht. Können wir überhaupt nicht nehmen. Sieht ja furchtbar aus. Ich nehme euch mal... Nee. Ich nehme euch mal blau. Okay, Hose können wir nicht ändern. Wir sind komplett in blau angezogen. Handschuhe? Blau. Nein, schwarz. Ein anderes Schwarz. Ups. Das. Okay. Weiter. Schwierigkeit. Ah, das war so... Ja, sehr schwer. Sagt er nichts dazu? Das ist aber schade. Naja, in Wirklichkeit bin ich, weiß wie eine Wand. Also sind wir eine Kalkwand. Erstellen. Sie sind überall! Lass sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kapell gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlag sie zurück! Auf die Mauren! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Wo ist der König? Der König ist auf dem Thron! Erstmal hat... Kacken! Gut. Deine Toilette. Schwierigkeitsgrad. Ein Stern. Halte und drehe, um den richtigen Punkt zu finden und nutze dann, um zu starten.
Halten. Halten. Und jetzt? Shaken! Na los! Ach so, okay. Wir sind Kackmeister. Ich schreie so ins Mikrofon. Es tut mir so leid. Was? Oh ja, danke, Moped. Keine Ahnung. Fort. Hauen, 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 hauen. Oh, spülen erstmal. Darf ich nicht? Habe ich die Kacke mitgenommen? Ich will die Kacke bitte mitnehmen. Ich möchte meine Kacke mitnehmen. Also wirklich. Ah. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Hi. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Können wir wieder zurück? Ja, kann ich jetzt? Ach, ich darf nochmal kacken. Kann ich wieder runter? Ja, gut. Ich bin ausgekackt. Ich habe nichts mehr drin. Sieh mal, du hast ein Handtuch dabei. Hey Mann, ich bin Tauli, dein Spielkamerad. Ich werde dir ab und zu Tipps geben, weil, naja, wer mag denn keine Tipps, stimmt's? Nein. Na gut, wir sehen uns später. Nein, hau ab. Hatte der Hanf auf dein Shirt? Auf sein Kittel? Nee, Schürze. Oh mein Gott. Ha. Batterien und ein Teppichmesser. Entschuldigung. Wir gucken rein. Oh, ein Brownie. Oh, wie lecker. Ich kann nicht aufhören, wegzugucken. Doch. Kuchen. Ist das nur ein Brownie? Gesperrt. Ich will auch einen Kuchen. Gib dein Kind Kuchen. Saftsack. Ein Fisch. Ein Goldfisch. So, und der Kleiderschrank. Klebeband und anderer Stuff. Einschalten. Keine Ahnung, welche Konsole das sein könnte. Ich habe null Ahnung. Ich könnte hinhauen. Stimmt bestimmt. Was? Egal. Ah, einschalten. Was haben wir denn hier Schönes? Super hingestellt. Super. Okay, Toys. Vorbesteller-Bonus, glaube ich. Oder es war in dieser Edition, Collector's Edition, hatte ich mir vorbestellt. Entweder liegt es daran oder halt vorbestellen. Darf ich die Sachen anziehen? Ich will bitte Prinzessin Kenny Kleid tragen. Ja, das geht auch. Hey, guck mal, Goldie. Guck mal. Okay, geht nicht. Schlagen. Ja, Inventar. Nachher. Erstmal runtergehen. Oh. Hey, Mom. Ist was im Kühlschrank? Nicht, Schatz. Ich hab nur was im Auge. Ich hab ja auch gar nicht gefragt. Ich bin so nett. Haben wir was zu essen, Mom? Gib mir Geld, ich will raus spielen. Deine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spielen. Okay, tschüss.
weine nicht. Ich lache. Keine Sorge, Schatz. Wenn ich tot bin, tut es nicht mehr so oh weh. Oh Gott, oh Gott. Furchtbar. Furchtbar. Nein, ich komme nicht. Erstmal Fernsehen. So. Ich kann gerade mal über den Tisch schauen. So, gehen wir raus und spielen mit unseren Freunden. Mein Herr, die dreckigen Mauren wollen Castell Cooper in ihre Gewalt bringen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Ich finde es schön, dass die mich Herr nennen. Ah, mein Herr, Alter. Mein Herr, Alter? Okay. Hier darf ich nicht ran. Okay. Gerade in die Stadt gezogen und wirst gleich König? Ich glaube eher, du bist eine kleine Muschi. Ich glaube, du bist eine kleine Muschi. Ich jetzt aufs Maul, Herr. Ja, lass dir das nicht gefallen. Hi. Vorwärts kann ich. Erteil ihnen eine Lektion. Yay. Kann mich nicht bewegen. Hau sie weg, König. Drücke, um deine Kraft auszuwählen. Ich habe nur eine Kraft. Kraft. Drücke, um deine Kraft einzusetzen. Puh. Kräfte mit Rückstoß können zusätzlichen Schaden verursachen, indem sie Gegner in den anderen Gegner... Indem sie Gegner in den anderen Gegner... Verbündete oder Objekte schleudern. Okay. Ich habe keine Angst vor dir und deinen Königskombos. Nein! Der König ist unbesiegbar. Genau. Okay, mach sie richtig fertig. Achso. Und schlag ihn in die Fresse. So, tot. Au! Wir können ihn nicht aufhalten. Mach die Wachen des dunklen Hofs bereit. Wow, hast du gesehen, wie krass der König ist? Ja. Niemand ist so stark wie er. Keiner legt dich mit mir an. Du schaffst uns nicht alle. Wollen wir wetten? Halt. Ach so, ist da. Naja, okay. Greifst du einen Gegner zuerst an, erhältst du einen Kampfvorteil, wodurch du zuerst am Zug bist. Okay, war ein bisschen langsam jetzt am Ende. Die vollständige Kampfreihenfolge wird in der Zeitlinie unten rechts angezeigt. Okay. Viel zu lesen. Die verschiedenen Kräfte wirken auf unterschiedliche Bereiche des Schlachtfelds. Du siehst die Reichweite einer Kraft in der Grafik unter ihrem Symbol. Hey, ich wäre dran gewesen! Nee, der König hat einen Kampfvorteil, der darf zuerst! Eben! Mann, lern die Regeln! Wir nehmen das und schlagen sie nach hinten. Oder forzen sie nach hinten. Mann. Das ist ja unmenschlich! Macht nichts, sind ja nur die Bösen! Stimmt! Weiter, König! Die Mauren sind unaufhaltsam! So, jetzt kann ich den nicht nochmal machen. Schade. Wer ist angeschlagen da? Der Lilane. Dann bist du jetzt am Arsch. Oh. Tschüss. Die Wachen des dunklen Hofs sind alle Muschis! Genau. Selber Maul. Scheiße, ist der zäh! So, jetzt darf ich wieder und ihr seid weggefurzt. Bye. Zeig's ihnen, König! Die Mauren werden siegen! Oh Mann! Komm vor. Dann hau ich dir mal hart in die Fresse. Damit du tot bist. Ein kühner Hieb, König! Den König nicht mal. Genau. Schlagen wir ihn noch zu frei. Hopp, hopp, hopp. Bye. Los, wir müssen ins Kastell. Hier oben. Schnell, Mann. Zur Seite oder sterbt. Wir gehen durch diese Tür. Niemals. Ach ja, und warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Oh nein. Da alles verkehrt ist, da ist Lava. Da könnt ihr nicht durch. Boah. Zack. Los jetzt, geht mir rein. Geht nicht, die sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen los. Nein.
Ein Drache? Ein Hinterhalt? Wir sind am Arsch. Niemals. Und das ist der Drache, der brüllt. Ja. Er ist sauer. So, jetzt haben die den Vorteil. Gegner können dich angreifen, während du etwas untersuchst. Gerätst du in einen Hinterhalt, gehört der Gegner automatisch der erste Zug. Ach nee. Au! Oh, ist der immer noch nicht tot? Von einem Stein? Komm schon. Schlag ihn. Puh. In den Drachen. Ach, da hinten ist auch noch einer. Ups, kack. Sind wir das Geschreier? Die gestreiften Felder zeigen die Schadenszone eines bevorstehenden Angriffes an. Verlasse diesen Bereich, um dich nicht getroffen zu werden. Weich bloß den Feueratem aus! Und bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt! Beenden. Wenn du bereit bist, deinen Zug zu beenden, halte bedrückt. Wir hören uns ein bisschen an wie Cartman. Unser König ist ausgewichen! Haha! Verdammt! Okay, wenn ihr Feueratem kriegt, dann kriegt unser König den Hammer der Gottesherrschaft! Yeah! Wo ist der Hammer? Achso, die. Hier vorne. Keiner hält den König an! Auto! Ups! Auto! Okay. Runter von der Straße, Drecksplagen! Okay! Epische Musik setzt wieder ein. Jetzt? Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf, er ist allmächtig! Allmächtig. Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. Sollte ich so auch haben. Welch ein Hieb! Oh, Kacke! Yeah! Drachentöter! Dragon Slayer. Oh mein Gott, er hat den Drachen besiegt! Unglaublich! Das Kind ist der Wahnsinn! Ich bin der Wahnsinn. Ich muss mich anders hinsetzen. Okay. Hier ist Lava. Vielleicht gibt es einen Weg durch die Garage. Wenn es einen Weg durch die Garage gibt, wird der König ihn finden. Ja, ja. Ja, nur der König kann den geheimen Weg durch die Garage finden. Also, falls es einen gibt. Ja, nur unser unendlich weiser König kommt an dieser unüberwindlichen Barriere vorbei. Schnauze war das. Au! Nein, dich mag ich. Nur zu, Eure Hoheit! Benutzt deinen unvergleichlichen Intellekt, um hineinzukommen! Wow! König Saftsack ist so ein guter Kämpfer! Habt ihr gesehen, wie er die Leiter hochgeklettert ist? Er ist wirklich der mächtigste König aller Reiche! Scheiße, er ist Wahnsinn! Wahnsinn! Ah! Oh, ah! Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kann nur das! Du bist tot! Du bist tot! Oh! Shit. Tja, dann war's das wohl mit dem Let's Play. Danke fürs Zuschauen. Und nein. Es steht sich aber so schön. Ich hab das. Oh Gott, wie heißt das jetzt nochmal? Das von Gronkh geguckt, wo er das angespielt hat. Pulvio oder so. Und ja, die erste Folge. Aber sonst spielst das auch blind durch. Wo ist A? Das ist A. Schön. Sprich, Barde, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden. Gebt den Baden frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König. Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuhn, ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet, was soll das? Ich sag's euch.
In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzen verschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln. Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not, mit der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt eine Nummer zu groß für Coon & Friends. Willst du etwa, dass die scheiß Freedom Pals die Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen? Fick die Freedom Pals, Alter! Genau! Schatzi-Pups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer im Keller. Der Coon-Alarm. Kommt, Coon-Freunde, holt euer Zeug und meldet euch im Coon-Versteck. In der Zukunft. Coon & Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden und ihr Loser. Ich auch? Ich bin kein Loser. Ich bin der König. Hier ist nichts mehr. Schlage vor Wut alles zusammen. Hier nicht. Okay. Wir könnten ja auch was ohne dich spielen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Wir könnten alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Arsch! Was? Genau. Ich schließe mich vielleicht einer Gang an. Das könnte der Arschtritt sein, den ich brauche. Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Heldenkostüm. Gut. Ich glaube, ich gehe nach Hause Star Trek Bridge Crew zocken. Product Placement. Mich hat niemand gefragt, ob ich Superheld spielen will. Oh, denk mal nach, Face warum. Face aufflambieren! Was? Genau. Schön still sein. Kriegt sonst alle was drauf. Alle. Hier ist nichts mehr, okay. Wir gehen nach, weil wir kein Loser sind. Wir sind der König. Oh, hallo. Die Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Alles mit einem Goldgriff kannst du öffnen. Probier's aus. Klappe. Habe schon. Kuchen. Njam. So. Hier müssen wir rein. Okay. Hast du dich ausgesperrt? Leider hat der kleine Eric die Tür mit einem Schloss gesichert, damit ich nicht reinkomme. Bestimmt hat er den Code hier irgendwo aufgeschrieben. Ach nee. Danke. Hatten die nicht einen Tisch? Irgendwo. Hatten die doch mal... Oh, eine Katze, ist die süß. Na, oh, guck mal, eine kleine Muschi. Alles klar, Kumpel. Nein. Wenn du dein Badezimmer betrittst, solltest du ruhig auch mal auf den Topf gehen. Auf der Toilette gibt es feine Sachen für dich zu holen. Viel Glück, Kumpel. Auf den Topf? Auf den Topf? Ernsthaft? Ich gehe jetzt erstmal fast abkacken. Halten. Oh. Ach nein. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist furchtbar, das ist furchtbar, nein. Oh Gott, warum spiele ich das mit Gamepads? Gas, 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 los. Was? Oh Gott. Es tut mir leid, das ist jetzt mega laut. Gas, 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 Gas. Ach du... Fuck. Ach du meine... Shake it off! Nein, die finde ich mehr. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend mit Pet. Ja, die Fotos sind voll süß irgendwie. Handbuch für Rohrarbeiten. Mhm. Rohrarbeiten. Quack, Hengst, Arschstöpsel und persönliches Gleitmittel. Lecker. Ah, warum das Babyfoto, obwohl es schon so mega fett war. Sieht trotzdem süß aus.
gut. Gehen wir zu Cartman ins Zimmer. Stell hier die Fragen-Button. So. Easter Egg-Suche. Da ist die Zeitmaschine rechts. Ich habe die Serie auch gesehen. Der Zauberstab aus dem ersten Teil. Die Masken von Kuhn. Essen. Kuhn-Donuts. Lecker. Aber sonst bin ich einigermaßen raus, was die Sex betrifft. Es gibt so viele Folgen. Das Foto dürfte ich kennen. Und da oben die Kuhn-Figur. Die habe ich auch bei mir stehen jetzt. Kaputtschlag! Drücke. Tagebuch. Cartman's Journal. Also Tagebuch. Gucken wir mal rein. Gucken wir Licht rein, okay. Doch, doch. Fanservice. Aua, steh auf dem Kabel. Alles klar, was ist mit dem los, mit dem Jungen? Sag einfach gar nichts. Keyword. Fuck you, Mom. Gut. Zugangscode für Kuhns Versteck. Das ist ein Schlüsselobjekt. Könnte wichtig sein. Danke, Entwickler, für diesen wunderbaren Freund, den ich mit dazu bekommen habe. Dieser Lappen. Toll. Toll. Er ist so wichtig für dieses Spiel. Ja, Officer. Irgendjemand hat anscheinend Lava vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen sie das? Nein, nein, nein. Nein. Eric, hey, ich hab das geguckt. Nein. Hey, ich hab das geguckt. Sag dann nein. Hey, ich hab das geguckt. Nein. 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 Herrje. Oh, großer Gott. Oh Gott, es tut mir so leid. Okay, Keyword. Fuck. Fake. You. Wo ist Mom? Ach, da. Mom. Fuck you, Mom. Eingabe.